Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Urlaubsvlog. Ich bin bereits wieder auf dem Weg Richtung Süddeutschland. Es geht wieder in den Raum Frankfurt und wir werden wieder einige Städte erkunden. Schon auf der Hintour werden wir Köln und Wiesbaden anschauen. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem hoffentlich auch informativen Video und schreib mir doch gerne deine Gedanken zu den einzelnen Städten in die Kommentare. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Kölner Dom ist eine der bekanntesten und imposantesten Kathedralen in Deutschland und gehört zu den bedeutendsten gotischen Kirchen in Europa. Der Kölner Dom steht in der Innenstadt von Köln, in Nordrhein-Westfalen und ist eines der Wahrzeichen der Stadt. Der Dom ist ein Meisterwerk der gotischen Architektur. Der Bau wurde im 13. Jahrhundert begonnen und erst im 19. Jahrhundert fertiggestellt. Der Dom ist berühmt für seine imposanten Türme, die eine Höhe von etwa 157 Metern erreichen. Die Westfassade des Doms ist reich verziert und enthält zahlreiche Skulpturen und religiöse Darstellungen. Der Kölner Dom wurde 1996 in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen. Er wird als herausragendes Beispiel für die gotische Architektur und Kunst betrachtet. Der Dom beherbergt die Gebeine der heiligen drei Könige, Kaspar, Melchior und Balthasar, die an einem prächtigen Dreikönigsschrein aufbewahrt werden. Dies macht den Dom zu einem wichtigen religiösen Ort. Der Kölner Dom zieht jährlich Millionen von Besuchern aus aller Welt an. Die Besichtigung des Innenraums ist für Touristen möglich und man kann auch die Türme besteigen, um einen spektakulären Blick auf die Stadt zu genießen. Aufgrund von Umweltschäden und Verschmutzung musste der Kölner Dom im Laufe der Jahre mehrfach restauriert werden. Die aufwendige Restaurierung ist ein fortlaufendes Projekt, um die Pracht und den historischen Wert der Kathedrale zu bewahren. Der Kölner Dom ist nicht nur ein religiöses Symbol, sondern auch ein beeindruckendes Beispiel für mittelalterliche Architektur und ein wichtiger Teil des kulturellen Erbes Deutschlands. Wiesbaden. Es gibt mehrere Schlösser in und um die Stadt Wiesbaden. Eines der prominentesten ist das Schloss Biebrich. Schloss Biebrich befindet sich in Biebrich, einem Stadtteil von Wiesbaden, der Hauptstadt des Bundeslandes Hessen. Das Schloss wurde im 18. Jahrhundert erbaut und war ursprünglich eine Residenz der Herzöge von Nassau. Es wurde in verschiedenen Baustilen errichtet, darunter Barock und Rokoko. Das Schloss diente als Sommerresidenz und war für seine prächtigen Gärten und seine Lage am Ufer des Rheins bekannt. Das Schloss ist ein beeindruckendes Beispiel für barocke Architektur. Es verfügt über einen imposanten Mittelbau mit Flügeln auf beiden Seiten. Die Räumlichkeiten des Schlosses sind reich verziert und spiegeln den damaligen Geschmack und Luxus wider. Heute ist das Schloss Biebrich ein Museum und ein beliebtes Touristenziel. Die prunkvollen Räume sind für die Öffentlichkeit zugänglich und die Besucher bekommen die historische Bedeutung des Schlosses sowie die kunstvolle Ausstattung bewundern. Es beherbergt auch das Museum Wiesbaden, das eine umfangreiche Kunstsammlung und historische Exponate präsentiert. Schloss Biebrich ist ein bedeutendes historisches Gebäude in Wiesbaden und ein Ort, der sowohl kulturell als auch architektonisch von Interesse ist. Es dient als Erinnerung an die reiche Geschichte der Region und zieht Besucher aus der ganzen Welt an.
lauter nette Menschen hier. Eben hat ein LKW für mich angehalten, dass ich das Schloss fotografieren kann von der anderen Seite der Straße. Und dann hat mich auch noch jemand eben einfach so über die Straße gelassen, extra angehalten. Also richtig cool. Ja, mega schön, dieses Schloss. Koblenz. Koblenz liegt im Bundesland Rheinland-Pfalz, im Westen Deutschlands. Es ist bekannt als Deutsches Eck, da es sich an der Stelle befindet, an der die Flüsse Rhein und Mosel zusammenfließen. Die Stadt hat eine lange Geschichte, die bis zur römischen Besiedlung zurückreicht. Der römische Name für die Stadt war Konflutenz, was auf den Zusammenfluss der Flüsse hinweist. Koblenz war im Laufe der Jahrhunderte ein wichtiger militärischer und wirtschaftlicher Standort. Koblenz ist reich an historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten. Das bekannteste Wahrzeichen der Stadt, das Deutsche Eck, an dem ein monumentales Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm I. steht. Weitere Sehenswürdigkeiten sind die Festung Ehrenbreitstein, die Koblenzer Altstadt, das Schloss Stolzenfels und der Kurfürstliche Palast. Die Festung Ehrenbreitstein, die hoch über dem Rhein thront, ist eine der größten erhaltenen Festungen in Europa. Sie beherbergt heute das Landesmuseum Koblenz sowie verschiedene Ausstellungen und Veranstaltungen. Koblenz ist Gastgeber verschiedener kultureller Veranstaltungen und Festivals, darunter das Koblenzer Weinfest und der Koblenzer Weihnachtsmarkt. Die Lage von Koblenz in der Nähe des Zusammenflusses von Rhein und Mosel bietet spektakuläre Aussichten auf die Flüsse und die umliegende Landschaft. Die Region ist auch bei Wanderern und Naturfreunden sehr beliebt. Koblenz ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt und ein bedeutender Bahnhof, der gute Anbindung an andere Städte in Deutschland und in der Region bietet. Koblenz ist eine Stadt mit einer reichen Geschichte, einer malerischen Umgebung und vielen kulturellen Attraktionen. Sie ist ein beliebtes Reiseziel für Touristen, die die Schönheit des Rheinlandes und der Moselregion erleben möchten. Lorelei. Die Lorelei ist ein markanter Felsen und eine sagenumwobene Stelle am Rhein in Deutschland. Die Lorelei befindet sich im oberen Mittelrheintal, einem Abschnitt des Rheins, der von Bingen bis Bonn verläuft. Sie liegt in der Nähe des Ortes St. Gorsheim in Rheinland-Pfalz. Die Lorelei ist eng mit einer deutschen Sage verbunden. Die bekannteste Version der Sage besagt, dass eine wunderschöne junge Frau namens Lorelei auf dem Felsen lebte. Sie saß dort und sang wunderschön, was die Schiffer auf dem Rhein so sehr ablenkte, dass ihre Boote gegen die Felsriffe stießen und sanken. Die Männer ertranken und der Fluss wurde an dieser Stelle besonders gefährlich. Die Sage wurde in Gedichten und Liedern, darunter das berühmte Gedicht »Die Lorelei« von Heinrich Heine, verewigt. Die Lorelei ist heute eine wichtige touristische Attraktion und ein Symbol für das Rheintal. Der Aussichtspunkt auf dem Felsen bietet einen atemberaubenden Blick auf den Rhein und die umliegende Landschaft. Es ist ein beliebtes Ziel für Touristen, die die Schönheit des Rheintals erleben möchten. Der Rhein ist ein wichtiger Fluss für den Güter- und Personenverkehr und die Lorelei gilt als gefährliche Stelle für die Schifffahrt. Allerdings wurden im Laufe der Zeit Sicherheitsmaßnahmen und Verbesserungen an der Wasserstraße vorgenommen, um die Navigation sicherer zu gestalten. Die Lorelei ist sowohl ein historischer Ort als auch ein kulturelles Symbol in Deutschland. Die Verbindung zur Legende der singenden Lorelei hat sie zu einer bekannten und romantischen Stätte gemacht, die jedes Jahr von Tausenden von Touristen besucht wird. Seligenstadt. Das Wasserschloss Seligenstadt, auch bekannt als Wasserschloss Hessen, liegt in Seligenstadt, einer Stadt in Hessen.
Das Wasserschloss Seligenstadt hat eine lange Geschichte, die bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht. Es wurde ursprünglich als Wasserburg erbaut und diente verschiedenen Adelsfamilien als Residenz. Das Schloss beeindruckt mit seiner reizvollen Renaissance-Architektur und einem markanten Wassergraben, der das Schloss umgibt. Das Gebäude verfügt über Türme, Zinnen und einen Innenhof, der von historischen Gebäuden umgeben ist. Das Wasserschloss, Seligenstadt und die umliegenden Anlagen sind öffentlich zugänglich. Besucher können die Schönheit des Schlosses und seiner Umgebung genießen. Das Wasserschloss Seligenstadt ist ein architektonisches Juwel mit einer langen Geschichte und spielt eine wichtige Rolle im kulturellen Leben von Seligenstadt. Es ist ein beliebtes Ziel für Touristen und eine interessante Sehenswürdigkeit für Geschichts- und Architekturliebhaber. Kloster Seligenstadt. Das Kloster Seligenstadt ist ein historisches Kloster. Es wurde im Jahr 828 von dem heiligen Abt Marcellinus gegründet und spielte eine bedeutende Rolle in der mittelalterlichen Geschichte der Region. Das Kloster wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrmals erweitert und umgebaut. Während seiner Geschichte wurde das Kloster Seligenstadt mehrmals geplündert und beschädigt. Im Jahre 1817 wurde das Kloster schließlich aufgelöst, als Folge der Säkularisation in Deutschland. Das Gebäude des Klosters wurde danach für verschiedene Zwecke genutzt, unter anderem als Schule. In den letzten Jahrzehnten wurden jedoch umfangreiche Restaurierungsarbeiten durchgeführt, um das historische Erbe des Klosters zu bewahren. Heute ist das Kloster Seligenstadt ein Ort von historischem und kulturellem Interesse, der von Touristen und Geschichtsinteressenten besucht wird. Die gut erhaltenen Gebäude und die reiche Geschichte machen es zu einem bedeutenden kulturellen Erbe in Deutschland. Aschaffenburg liegt im nordwestlichen Teil Bayerns am Main, etwa 40 Kilometer östlich von Frankfurt am Main. Aufgrund seiner Lage wird die Stadt oft als Tor zum Spessart bezeichnet, da der Spessart ein nahegelegenes Mittelgebirge ist. Aschaffenburg hat eine lange Geschichte, die bis in die Römerzeit zurückreicht. Im Laufe der Jahrhunderte war die Stadt ein bedeutendes Zentrum des Handels und der Kultur. Sie war Residenzstadt der Fürstbischöfe von Mainz. Aschaffenburg ist reich an historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten. Zu den bekanntesten gehören das Schloss Johannesburg, ein imposantes Schloss im Renaissance-Stil, und die Schiffsbasilika St. Peter und Alexander, eine beeindruckende barocke Kirche. Der Schönbuschpark ist ein landschaftlich gestalteter Park mit einem kleinen Schloss und Seen. Schloss Johannesburg ist eines der Wahrzeichen von Aschaffenburg und beherbergt heute das Bayerische Nationalmuseum. Das Schloss selbst ist ein Meisterwerk der Renaissance-Architektur und ein wichtiger kultureller und historischer Ort. Aschaffenburg veranstaltet das jährliche Volksfest Aschaffenburger Stadtfest und ist bekannt für sein vielfältiges kulturelles Programm, darunter Theateraufführungen, Konzerte und Kunstausstellungen. Die Lage von Aschaffenburg am Main macht die Stadt zu einem beliebten Ziel für Radfahrer und Wanderer, die entlang des Flusses reisen. Der Main-Radweg verläuft durch die Stadt und bietet eine malerische Route für Freizeitsportler. Aschaffenburg ist eine charmante Stadt, die eine reiche Geschichte, beeindruckende Architektur und eine malerische Umgebung am Main bietet. Sie ist ein attraktives Ziel für Touristen, die die kulturellen Schätze und die natürliche Schönheit dieser Region Bayerns erleben möchten. Ja, das war's mit diesem Video. Mir hat die Reise mal wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe natürlich viel fotografiert, die Städte auch einfach noch ein bisschen mehr angeschaut. Ich habe mir einfach auch vorgenommen, nicht immer alles zu filmen.
Aber dennoch war das ein sehr schöner Trip und ich hoffe, dir hat das Video auch gefallen. Schreib mir gerne deine Gedanken in die Kommentare, welche Städte im Raum Frankfurt und Rheinland soll ich noch anschauen. Das wird natürlich in Zukunft dann auch auf jeden Fall passieren. Es gibt dort nämlich noch sehr viel mehr zu erkunden. Ich verabschiede mich und freue mich natürlich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Kanal. Und wenn du die letzte Reise noch nicht gesehen hast, dann klick einfach hier mal auf die IndieHut. Bis dahin, ciao, ciao.